auf geht's zum Strand in England. I know, das sind Wörter, die nicht so richtig zusammenpassen. Morgen und willkommen zurück zu meinem Channel. Ich bin Laura, ich wohne in England, genauer gesagt in London und im Moment sind in London 31 Grad, was viel zu warm ist. Also entfliehen wir dem Ganzen und fahren nach Margate, was eine kleine Küstenstadt ist oder vielleicht ist sie auch gar nicht so klein. Auf jeden Fall gibt es da nice Strände und ich wollte schon die ganze Zeit mal nochmal zum Strand in England. Wir werden das jetzt heute mal zusammen auschecken, weil immerhin ist heute jetzt nochmal ein warmer Tag und es ist schon September, also es ist vielleicht heute der letzte warme Tag. Also auf nach Margate zum Strand. Es ist jetzt um 9.20 Uhr ungefähr. Ich fahre jetzt zum Zug. Also let's go, weil ich muss 1 Stunde 45 mit dem Zug nach Margate cruisen. Aber ich muss jetzt erstmal noch zur Liverpool Station cruisen, was auch noch mal eine halbe Stunde dauert. Also bin ich mehr als 2 Stunden unterwegs. Ich bin heute von um 12 Uhr, komme ich dann an. Bis um 18 Uhr geht mein Zug wieder zurück. Wir erkunden den Ort heute mal zusammen. Dann bin ich mit der Overground zur Liverpool Station gefahren. Und an der Station habe ich mir erstmal noch ein Baguette und einen Cinnamon Bun geholt, weil ich absolut obsessed bin und er war auch mega lecker. Auf jeden Fall sind wir dann Richtung Margate gefahren und es war durch lauter so eine kleine Dörfer mit ultra random Namen. Ich habe auch mein Buch angefangen zu lesen, was schon seit einem halben Jahr in meinem Regal steht und dann waren wir schon in Margate. Okay, Freunde, ich chill jetzt schon seit fast 2 Stunden am Strand und lese mein Buch. Ich war auch gerade schon im Wasser und es war tatsächlich gar nicht mal so kalt wie gedacht. Und jetzt trockne ich und dann werde ich mir einen Kaffee holen und entlang der Küste mal ein bisschen lang laufen. Ich sehe wahrscheinlich auch gerade richtig funny aus mit meiner Double Sun Gedingsung, aber ich will keinen Sonnenbrand und Fakes und es ist sehr bright und sunny. Also ja, lese ich mal noch ein bisschen weiter. Das Buch ist so far ein bisschen cringe, aber gut. Also ich habe jetzt gerade den Strand verlassen und ich habe wirklich jetzt 2 Stunden 20 oder sowas da gechillt. Und jetzt dachte ich mir, hole ich mir erstmal einen Kaffee und laufe zu dem anderen Strand, den ich auch auf meiner Liste hatte. Und das dauert so 1 Stunde, bis ich da bin. Ich habe mir jetzt mal einen Iced Latte mit Vanillesirup geholt und einfach diese Preise verglichen zu London. Es ist einfach so viel günstiger hier. Genau, es ist mein erster Kaffee für heute und laufe jetzt, wie gesagt, zu dem anderen Strand und es ist einfach so schön, Meer zu sehen. Es ist so, so cute hier. Die haben lauter kleine Independent Shops und vor allem ganz, ganz viele Buchläden, habe ich gesehen. Ich glaube, seit 5 Minuten. Ich habe schon 4 gesehen. Die hat noch voll die cute Brunch-Spots, aber ich habe ja schon in der Bahn gegessen. Also werde ich mir nachher nur noch was zu essen holen. Muss ich auch mal gucken, was. Weil ich finde es manchmal ein bisschen unangenehm, alleine im Restaurant zu gehen. Aber wir schaffen das. Ich werde das alleine machen. Ich muss meinen Mut zusammennehmen, aber auf jeden Fall, das wird gut. Jetzt bin ich bei der Fort-Promenade und man sieht, dass es ein Fort war, also so eine Festung an den 2. Da drüben ist auch noch eine Kanone, die hier noch beispielhaft rumstehen. Aber oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Ich war schon ewig lang gefühlt nicht mehr am Meer und oh mein Gott. Es ist 3.30 Uhr. Ich laufe gerade am Küstenpfad entlang zur Botany Bay oder wie auch immer man das ausspricht. Und ich habe gerade 1/2 Stunde noch mit meiner Mom telefoniert und
Freunde, es ist einfach so ein toller Tag, weil es ist warm, aber es ist nicht zu warm. Es ist genau angenehm. Ich habe auch gerade wieder meinen Bikini-Top angezogen zum Laufen, damit es erstmal trocknet und zweitens ich vielleicht ein bisschen braun werde. Slash, mein anderes Top war tatsächlich ein bisschen zu warm. Ich habe den besten Tag heute. Es ist einfach das Beste, alleine Sachen zu machen und ich bin halt wirklich komplett alleine hier. Hier ist einfach keiner. Und es ist so ruhig und man hört nur das Rauschen der Wellen. Cringe. Aber genau, es ist sehr episch. Okay, als ich nämlich Recherche gemacht habe, was man in Margate machen kann, habe ich tatsächlich nicht so viel gefunden. Ich habe noch das Crab Museum und die Shell Grotte gefunden. Da hatte ich jetzt aber nicht so Bock drauf, das zu machen. Sondern ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal am Meer bin, dann nutze ich das jetzt auch aus und mache halt quasi nichts, aber sehe das Meer. Ich habe halt den, wo ich jetzt gerade eben schon am Strand war, den Strand gefunden und dann, wo ich eigentlich hin wollte, ist der Strand, wo ich jetzt hinlaufe. Und ich zeige euch, wieso. Hoffentlich sieht das genauso cool aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Strand, den ich euch gerade gezeigt habe. Der ist apparently der niceste hier in der Gegend, weil da saß gerade so ein Dude und der meinte das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, von den Stränden, die ich jetzt gerade gesehen habe, von den ganzen, das waren einige in der Stunde, wo ich jetzt am Wasser entlang gelaufen bin, war das mit Abstand der beste. Ja, deshalb mal gucken. Ich schreibe euch den Namen hin. Ich glaube, es war Botany Bay Beach oder irgendwie sowas. Aber jetzt laufe ich erstmal gerade noch mal ein kleines bisschen weiter, um ein Foto von dieser coolen Botany Bay zu machen. Und dann laufe ich eventuell noch mal runter zum Strand. Da muss ich gucken, ich zurückkomme, weil ich brauche ein bisschen länger als eine Stunde, würde ich sagen. Und ich darf natürlich meinen Zug nicht verpassen, aber gucken wir erstmal. Ich check mich mal ganz kurz hier die View aus. Oh wow, okay. The View is viewing. Hier sind schon wieder mehr Leute und genau das ist der Strand, den ich angucken wollte mit diesen Cliff Thingies over there. Und ich würde sagen, gehen wir da vorne mal die Treppe runter. Lieb's, wie ich auf jeden Fall erstmal die Socken angelassen habe wegen dem heißen Strand, damit ich nicht rennen muss. Sieht auf jeden Fall gut aus. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Steine da angeguckt und alles drum dran. Und der Strand mit den Klippen da, wo die ganzen Leute sind, gehört auch zu dem Strand, den ich davor gezeigt habe, der leer war, wo ich meinte, das ist der beste Strand. Und da bin ich dann auch quasi runtergelaufen, also ungefähr so 10 Minuten entlang am Strand oder so. Und da war dann literally keiner mehr, aber es ist theoretisch noch der gleiche Strand, also Botany Bay Beach. Okay, dokie, Boys and Girls. Ich hoffe, ihr hört mich. Die Wellen rauschen laut im Hintergrund. Ich habe auf jeden Fall jetzt den Strand gewechselt, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch beschlossen, ein bisschen später zurückzufahren, weil der Strand hier so nice ist. Es ist der Strand, den ich euch vorhin von oben gezeigt habe. Es ist so leer. Ich war jetzt schon noch zweimal im Wasser. Und dafür, dass es England ist, gibt mir das absolute Sommer-Vibes, was halt ein bisschen weird ist. Genau, auf jeden Fall bekomme ich auch jetzt langsam ein bisschen Hunger und ich habe mir so einen Riegel heute Morgen mitgenommen. By the way, dieser, ich weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gibt, aber hier dieser Alpenriegel, also safe, gibt es die auch in Deutschland. White Chalk Raspberry and Shortcake ist der beste Riegel ever, like ever, ever. Und ich bin eigentlich nicht so ein Riegelfreund, aber this one. Mein Go-To-Thing. Ich esse das fast jeden Tag. Und das werde ich jetzt erstmal essen für den ersten Hunger. Und dann bleibe ich jetzt hier noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie lange ich Bock habe und wie lange die Sonne hier noch über den Bergfelsen scheint. Und dann werde ich mal zurücklaufen, was nochmal eine Stunde dauert. Und dann muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie vielleicht Pommes oder irgendwas zu essen vorher noch auf dem Weg holen kann. Obwohl ich jetzt nicht wirklich was auf dem Weg gesehen habe, als ich hergelaufen bin. Auf jeden Fall muss ich, bevor ich zurückfahre, mir was noch zu essen holen. Meine View ist literally, wait. Da ist direkt das Meer und dann Volleyballfeld, die Klippen. Da ist wieder das Meer. Und es ist einfach nichts los. Ich dachte, dass es heute so warm ist, einer der wärmsten Tage in London. Naja, ich lese jetzt erstmal nochmal mein Buch weiter und esse den Riegel. Bye. Ich verlasse jetzt den Strand und versuche jetzt da den Weg im Hintergrund hochzukraxeln. Genau, wish me luck. Sieht steil aus. Ich hab's easy nach oben geschafft. Puh, war aber anstrengend.
Aber jetzt laufe ich erstmal wieder die Stunde zurück und dann gucke ich, wo ich was zu essen finde und dann nehme ich den Zug zurück. Also ich habe mich jetzt gerade mal hier hingesetzt und hier ist so ein kleiner Kiosk und jetzt habe ich mir Pommes bestellt und das wird jetzt mein Abendessen. Mal sehen, wie groß die Portion ist, ob ich davon satt werde, aber wahrscheinlich erstmal, bis ich zurück bin und dann kann ich ja bei mir auch immer noch einen kleinen Snack essen, wenn ich Hunger habe. Aber mal gucken, ich warte jetzt schon die ganze Zeit und ich bin die Einzige hier. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir eine Pommes bekommen und ich laufe jetzt und esse die während des Laufens, was man wahrscheinlich nicht machen sollte normalerweise. Aber ich will da jetzt auch keine 20 Minuten sitzen und den Zug verpassen, weil ich muss noch ein Stück laufen und mein Zug ist um 19.30 Uhr. Und wenn ich jetzt entspannt laufe und die Pommes esse, dann bin ich da in time zurück, ohne zu hechten. Genau, deshalb, das ist nice. Vielleicht kann ich mir da noch ein Dessert oder sowas holen. Aber das ist schon eine gute Portion, um jetzt erstmal satt zu werden. So, Pommes gegessen. Zeit, gleich zurückzufahren. Mein Zug ist in 45 Minuten. Den peile ich an. Ich laufe jetzt nochmal durch die Innenstadt für 15 Minuten. Die Innenstadt und gucke, ob da noch irgendwas auf ist. Vielleicht kann ich mir noch einen kleinen Nachtisch holen oder irgendwas Süßes. Dann laufe ich wahrscheinlich 15 Minuten zum Bahnhof. Und dann sollte ich eigentlich rechtzeitig zurück sein. Yay! Ich wollte eigentlich ganz gerne was von der Bäckerei zum Nachtisch haben und natürlich waren alle zu, aber ich habe eine gefunden und da habe ich jetzt gerade zwei, so eine kleine Pastries geholt und Wasser. Ich zeige sie euch im Zug. Ich bin am Bahnhof, der Zug fährt in 20 Minuten ab, also ich bin ein bisschen früh, aber oh well. Das Schokoladending ist nicht schlecht, ist aber ganz schön viel Keks irgendwie und dann weiß nicht, aber schmeckt auf jeden Fall gut. Jetzt finde ich den anderen, was Fruchtiges. Also ich würde sagen, das ist genau der gleiche Keks, nur in anderen Formen. Aber es hat so eine fruchtige Links drin. Den finde ich besser als den Schokolade. Angekommen. Ich bin jetzt gerade St. Pancras und laufe jetzt zur U-Bahn.